Erstes Mal, glaube ich, das war auf dem Demo, genauso wie ich das in meinem Buch beschrieben habe. Dieser Moment, wo ich Hurriye gesagt habe, die Freiheit auf Arabisch, dieses Wort. Und zum ersten Mal so laut mit ganzes Menschen auf dem Demo, das ist dieses Moment, die ich nie vergessen werde in meinem Leben. Und es ist immer noch diese ganze Erinnerung auf dem Demo, jedes Demo, wo ich dort war, wo ich einfach tanzen kann und sagen Freiheit und sag, was ich will. Das war der beste Moment, wo ich wirklich die Freiheit haben kann. Es ist hier schön, dass ich die Freiheit genießen kann, aber es ist schöner, wenn man vor der Freiheit kämpft. Also das war der Kämpfen vor Freiheit in Syrien war für mich viel schöner als die Freiheit zu genießen hier in Deutschland. Weil ich habe für die nichts gemacht, die ist einfach hier gewesen. Aber in Syrien habe ich dafür gekämpft und das war für mich sehr wichtig.